Agalia. Das ist keine gute Idee. Naja. Beim Streamen bin ich immer so ein ganz kleines bisschen nervös, weil ich immer denke, ich verpasse jemanden, der mit mir schreibt, und das ist dann immer so ein bisschen doof. Na komm, zack. Aber ich bin mir sicher, dass unser kleiner Ork schon, ja, kräftig am Vampirblut genascht hat, oder? Na egal, wir gehen da mal rein. Also der leicht hektische Blick immer in die Richtung, der kommt genau dahin. Sulyak, es ist, wie ich befürchtet habe. Er hat sich verwandelt. Das werdet ihr büßen, ihr vampirischer Abschaum. Ja. Ja, das ist schon voll. Ich muss hier raus. Ja, ja, ja. Dann geh doch auch raus. Hallo. Egal. Lululululul. Hi. Ich weiß, alle verloren. Das war's also. Der Vampirfürst ist tot. Genau wie Sungark und Agalir. Ich habe zuvor Partner verloren. Aber man gewöhnt sich nie daran. Ich fühle mich verantwortlich. Was werdet ihr jetzt machen? Ich begrabe meine Freunde. Danach suche ich mir wohl neue Gefährten und ein anderes Vampirversteck. Mhm. Ich kann nicht eher ruhen, bis diese Plage vom Antlitz der Welt getilgt ist. Sungark und Agalir sahen es genauso. Ja. Vielen Dank für eure Hilfe, mein Freund. Gerne. Nicht schön, aber naja. So, jetzt lass mal schauen. Oh, ja, Erz ist immer gut. So. Ja, ja, Bluthund. So. Wo bin ich jetzt hin? Where am I? Hallo? Sag mir, wo ich hingehe. Hier? Da? Aha. Da oben. Was will ich denn da? Dann muss ich wohl das da schaffen. Na egal, gehen wir dahin. Zack. Türö. Alles gut. Wie viel seid ihr denn? Sagt mal. Himmel. Herausfordernd, unglaublich. So, aber jetzt. Das darf ich reiten. So. Die geht jetzt mal alle weg, das brauche ich alles nicht. So, okay. Da, da, da. Nein, da, da. Super. Ja, wir müssen ja die ganzen schwarzen Gegebenheiten noch aufdecken. Ne? Das ist ganz wichtig. So. Ich weiß auch heute gar nicht, ob das mit dem Elder Scrolls abendfüllend wird, aber naja, wir sehen's. Achtet auf eure Schritte. Banditenleichen werden ein wenig weich. Was ist hier passiert? Und wieso ist das ein... Das ist ein Mischling? Na egal. Banditen sind in unsere Schwerter gelaufen. Das hat sie fürs Erste vertrieben. Leider gibt es wesentlich mehr Banditen, als wir Schwerter haben. Ja. Da so viele von uns unter dem Fluch leiden, können wir ihnen nicht hinterherjagen, um sie in ihren Betten umzubringen. Was für ein Fluch denn? Eine magische Krankheit. Schamane Sumpfschwarte kümmert sich darum. Ich bewache nur das Tor. Ja. Wisst ihr etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Mhm. Geht hinein.
Der Schamane meinte, er könnte noch ein paar Hände gebrauchen. Ja, komm, ich geh rein, ich mach das. Damit kriegen wir dann wohl diese Feste auch noch auf links gedreht, also auf weiß. Na, gehen wir mal da rein. Ihr habt vielleicht Nerven. Ja, hab ich. Die besten. So. Hallo, hallo. Typisches Langhaus. Na. Ja, ich werde den Umschlag sofort fertigstellen. Wartet. Wer seid ihr? Ja, ich hab gehört, ihr braucht also Hilfe wegen dem Fluch. Fluch? Nein, nein. Mein Blut ist loyal bis auf den letzten Ork, aber manchmal sind diese Leute dümmer als Trolldung. Es ist eindeutig Gift, obwohl es seltsam ist, wie es so viele treffen konnte. Warum fragt ihr? Scharnak meint, ihr benötigt Hilfe. Ihr, dann nehmt diese Liste. Alle, die krank wurden, hatten drei Gemeinsamkeiten. Sie aßen Essen, das im selben Topf gekocht wurde, tranken Wasser aus demselben Brunnen und trugen Kleidung, die im gleichen Fluss gewaschen worden ist. Ja. Bringt von jedem eine Probe. Wir werden die Ursache der Vergiftung finden. Ein Ork-Wissenschaftler. Total geil. Seid ihr sicher, dass es Gift ist? Ich kenne mich mit Krankheiten, Knochenbrüchen und Seuchen aus. Das ist zweifelsohne Gift. Die Symptome ähneln stark denen, wenn man von einer der Spinnen in unserer Zinnmine gebissen wird. Ich bin dankbar, dass niemand gestorben ist, aber es ist schon alles verdammt lästig. Die Angriffe der Banditen sind erbarmungslos. Waren es vielleicht die Banditen, die das Kadaver vergiftet haben? Ich werde nichts Genaues wissen, bis ich diese Proben bekomme. Das ist ein echter Wissenschaftler. Kann sein, kann nicht sein, muss ich schauen. Machen wir... Geht beiseite, junger Paravan. Entschuldigung. Ja. Haltet euch da raus. Nö. Dorfbrunnen. Ja. Kleider. Kiste. Feuer. Essen. Sieht aus wie ein Frosch. Hallo Sumpfschwarte, hier komme ich und bringe dir die Proben. Besser, ihr macht nicht noch mehr Ärger. Sag mal, hör mal auf jetzt. Ich weiß ja, du bist... Ich mach dich dann gleich platt. Habt ihr alles auf der Liste eingesammelt? Ja, klar. Gut. Das sollte nur ein paar Augenblicke dauern. Bist ein guter, hä? Alles klar? Dann zeig her. Die Kleidung ist in Ordnung. Das Gift befand sich nicht im Fluss. Das Fleisch ist zwar völlig verkocht, aber nicht giftig. Wenn es nicht am Brunnenwasser liegt, müssen wir das nochmal überdenken. Wartet! Riecht ihr das? Haha, das ist es! Es ist im Brunnenwasser! Das Gift war im Brunnenwasser. Noch besser! Ich weiß genau, welches Gift es ist. Und zwar? Spinnengift. Genug, um jemanden kampfunfähig zu machen, aber zu wenig, um jemanden zu töten. Seltsam. Für das Vermischen mit Wasser auf diese Art bräuchte man eine Vielzahl an alchemistischen Zutaten, um das Gift korrekt zu verdünnen. Wollt ihr damit sagen, dass es kein Unfall war? Von einem Unfall war nie die Rede. Ich sage nur, dass das seltsam ist und mehr nicht. Aber im Moment ist nur das Gegenmittel wichtig. Dieses Gift ist typisch für die Spinnen, die unsere Zinnmine befallen. Aber ich brauche eine konzentrierte Menge davon. Das kann ich nicht machen. Sucht nach den Brutmuttern. Ihre Giftbeutel enthalten eine Menge Gift. Und sie sind zäh genug, um nicht gleich aufzuplatzen, wenn man diese ekligen Kreaturen zermalmt. Sie hassen Licht. Daher werdet ihr im tiefsten Teil der Mine nach ihnen suchen müssen. Tiefster Teil der Mine? Check. Ich mag Wissenschaftler. Wobei, hier ist es jetzt wirklich so. Was ist? Alter. Können wir hier rein? Ja, das ist... Oh, das ist es. Das sind die Kleinen. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Schnell mal schauen. Boah, kann man schon sagen. Gut. Erstmal schauen, wie sieht's denn aus? Ja.
Ja, das müssen wir von Hand machen. Zack. Ich habe mal wieder mein Problemchen mit diesem. Tja, im Metro hätte ich jetzt mein Feuerzeug dabei. So, Schubidu. Spinnchen. Das ist so schön. Komm, machen wir mal so, als wäre es gefährlich, oder? Das war ja knapp. So, ja, Kampfmusik. Du kannst aufhören. Kampfmusik? Danke. Ja, gut. Ja, weißt du, wenn du dann irgendwann mal weit über ein Jahr gespielt hast, dann sind die normalen Quest-Herausforderungen eigentlich nichts mehr. Dann sind es wirklich nur diese Gruppendungeons, die ich nicht gerne mache, die dich fordern. Manche Mechaniken, okay, ja. Ihr da, Außenstehender, Räuber sind in das Dorf eingefallen. Aha. Banditen sind durch die Tore gestürmt und haben die Mauern erklommen. Es gibt nicht genug von uns, um sie zurückzuschlagen. Geht's euch denn gut? Nur ein gebrochener Arm, das ist gar nichts. Steht uns bei! Treibt diese Banditen in den Schlamm! Ja, locker. Wenn das denn stimmt. Hallo? Ah, hier, oder? Der Held von Kalthafen wandelt unter uns. Wo sind die Banditen? Ach, da. Viele, hä? Und noch was? Sag mal. Noch mehr, oder? Das sind unsere. Meine Orks. Meine guten Orks. Ja? So. Ich bin gespannt. Giftbeutel. Giftbeutel, was braucht man mehr? Besser, ihr macht keine weiteren Scherereien. Sag mal, ich muss den mal gleich. Ich frag den gleich mal. Ich höre keinen Kampflärm. Wurden die Banditen vertrieben? Ja, ich hab mich auch darum gekümmert. Dann werde ich sofort ein Gegenmittel destillieren. Da so viele von uns vergiftet sind, hätten wir die Banditen ohne eure Hilfe nie zurückschlagen können. Das kann aber nicht das Ende sein. Jemand hat absichtlich den Brunnen unserer Festung vergiftet. Die Krankheit begann am Tag des ersten Angriffs der Banditen. Sie können es also nicht gewesen sein. Zumindest nicht direkt. Ihr solltet mit Moramat sprechen, einem der Weiber von Häuptling Duschkul. Wieso? Sie pflegt den Häuptling, seit er krank wurde. Ihr habt bewiesen, dass ihr treu zur Festung steht und deshalb seid ihr hier auch weiterhin willkommen. Das ist super. Aber wenn ihr den Giftmischer aufhalten wollt, werdet ihr ihre Zustimmung brauchen. Sonst werden euch die anderen nicht helfen. Alles klar. Aber erstmal spreche ich mit jemand ganz anderem. Ah, doch nicht. Erst mit dir. Hallo. Ihr habt euch als Blutsverwandter unserer Festung erwiesen. Sozusagen. Wenn euch hier jemand Außenseiter nennen sollte, dürft ihr gerne mit eurem Handrücken antworten. Also, was braucht ihr? Schamane Sumpfschwarte meinte, der Name ist echt klasse. Ich soll mit euch über den Giftmischer sprechen. Ja, er hat mich davon überzeugt, dass es nie einen Fluch gab. Ich höre davon, Schamane. Ihr sollt wissen, dass ich im Namen von Häuptling Duschkul spreche, solange er krank ist. Ich bin sein Herdweib. Und ich sage, dass der Giftmischer zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wer könnte es sein? Die Krankheit brach vor dem ersten Banditenangriff aus. Niemand wird in der Festung vermisst.
Der Giftmischer muss unter uns sein. Es kann keines der Opfer sein. Die Vergiftung hat unangenehme Symptome. Sehr unangenehme Symptome. Was schlagt ihr vor? Sprecht mit denen, die nicht davon betroffen sind. Findet heraus, wo sie in der Nacht waren, bevor die Krankheit ausbrach. Kommt mit ihren Geschichten zurück zu mir und wir filtern die Lügen aus ihnen heraus. Sag mal, ein echter Org-Wissenschaftler, eine echte Kriminalistin? Was? Nee, den will ich nicht. Der ist es nicht. Aber er. Ja? Nee, doch, Krieger Tatsache. Keine Zeit für Narren. Okay. Seid gegrüßt. Keine Zeit für Narren. Das, mit dem können wir nicht reden, das ist sehr schade. Dann will ich mal ganz zur Rede stellen. Ah, der Held. Was wollt ihr? Wir wissen, wo dein Friseur wohnt. Ich möchte ihn bestrafen. Mohammed hat mich gebeten, die Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Es ist eine Schande für jeden Räuber, so etwas zu tun. Sie müssen während eines ihrer Angriffe Gift in den Brunnen geworfen haben. Wo wart ihr, bevor alle krank werden? Ich war im Langhaus, um Waffen zu inspizieren und zu ölen. Sehr schlecht für die Banditen, als sie angriffen. Das hat sie aber trotzdem nicht davon abgehalten, den Brunnen zu vergiften. Ja, der wurde schon vergiftet, bevor die Banditen angegriffen haben. Mhm. Wenn ihr das sagt, es ist so viel passiert. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Das sieht man dir so ein bisschen an. Okay. Und du jetzt? Der Klang eines Hammers auf Eisen ist wunderschön. Wunderschön. Ob im Kampf oder in der Schmiede. Aber unsere Minen produzieren Zinn. Mit Zinn kann man keinen guten Rhythmus erzeugen. Mohammed hat mich gebeten, die Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Sobald der Häuptling wieder auf den Beinen ist, werde ich das neue Schmiedeweib. Dann werden wir ja sehen, wer hier die Befehle gibt. Nicht, dass euch das etwas angehen müsste. Nur zu, ihr könnt mich alles fragen. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Genau hier. Ich habe die Esse angeheizt, während mein Lehrling Botengänge für Mohammed erledigte. Meint sie etwa, sie kann sie mir wegnehmen und so meine Arbeit schaden? Ha! Außerdem können Temperaturschwankungen das Metall ruinieren. Ich hatte keine Wahl. Was habt ihr getan, seit die Angriffe begannen? Ich habe die Verteidigung ausgebessert und Waffen und Rüstungen für die paar Krieger repariert, die noch stehen können. Habt ihr den Klang meines Hammers denn nicht gehört? Ich habe ihn auch gegen ein paar Banditen geschwungen. Banditenhelme halten keine 3 Treffer aus. Kling, kling, matsch. Schlecht verarbeitet. Die ist schon ein bisschen süß. Diese Verteidigungen haben die Banditen nicht davon abgehalten, hier reinzukommen. Wenn ich die Festung sabotieren wollte, hätte ich die Mauern einstürzen lassen oder schlechte Klingen geschmiedet, die im Kampf zerbrechen. Aber unsere Mauern stehen noch und unsere Waffen überstehen jeden Schlag. Wollt ihr mich mit noch mehr Beleidigungen überziehen? Ist ja gut, mein Schatz. Ich habe da nämlich noch ein bisschen Metall zu bearbeiten. Ja, komm, ist gut. So, wen hätten wir denn noch? Ja. Namorot? Nee, da. Ah, hier. Dank eurer Hilfe hat die Festung überlebt. Das werden wir euch nie vergessen. Ja, ich will dich ein bisschen was fragen, wie den vergifteten Brunnen. Ich wünschte, wir wären zurück in den Minen. Trotz all der Spinnen. Zumindest ist Mohammed im Langhaus sicher. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich wurde von Scharnak Windel weich geprügelt. Ich hole mir zwar immer blaue Flecken, aber es macht mich zu einem besseren Krieger. Ich bin sicher, dass die Hälfte des Dorfs gesehen hat, wie der Boden mit mir aufgewischt wurde. Ihr könnt jeden fragen. Ihr scheint trotzdem nervös zu sein. Gibt's irgendwas, was ihr mir nicht erzählt? Nein. Ich bin ein schrecklich schlechter Lügner. Jeder weiß das. Schaut mal, der Häuptling wurde krank. Es gab da eine kleine Sache zwischen uns. Und ich möchte nicht, dass Mohammed denkt, ich hätte ihn vergiftet. In Ordnung? Das wäre furchtbar. Was für ein Problem habt ihr mit dem Häuptling? Ist es etwa Mohammed? Ist das so offensichtlich? Ich meine, nein. Es ist etwas ganz anderes. Der Häuptling und ich waren verschiedener Meinung über den Wert der Mine. Aber wir haben die Angelegenheit geklärt. Wir sind in Handelsfragen nicht immer einer Meinung. Aber ich bin kein Verräter an der Festung. Ich würde nie etwas tun, um Mohammed zu schaden. Und warum seid ihr nicht vom Gift betroffen? In den Minen vergeht anscheinend kaum eine Woche ohne Spinnenbiss. Das gehört eben zur Arbeit dort dazu. Ich schätze, dass meine alten Bisse und meine Schwindelanfälle mich immun gegen das Gift machen.
Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen sollte. Das könnte sogar sein. Euer gesetztes Ziel? Nein.